Hallo liebe Tabletop-Freunde! Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Base gestalte, die dann nachher so aussehen, und wie ich meine Minis darauf befestige, denn na, es kommt ja zusammen, was zusammengehört. Und naja gut, fangen wir mal an und ich zeige euch mal, was ich dafür so alles brauche. So, alles klar. Also, was brauche ich alles dafür? Ganz klar, erstmal das Base. Dann ein Stück Kork. Ganz wichtig, der Kleber. Etwas gröberer Sand. Den Feinsand. Und kleine Schiefersplitter. Nicht die großen hier, sondern das kleine, was hier unten sich so dran sammelt. So, also zuerst mal klebe ich den Kork. Muss ich gucken, dass ich hier nicht an meine Finger komme. Mit einem Heißkleber auf die Base. Alles klar. So, haben wir es. Da haben wir es. Einmal drauf, festdrücken. Und dann lassen wir das kurz abkühlen. Und dann machen wir gleich weiter. So, jetzt breche ich den Kork wieder runter, das Überstehende. Achte allerdings darauf, dass ich genug stehen lasse vom Kork bezüglich der, ich sag mal, der Beinposition der Mini. Wenn die jetzt ein bisschen breitbeiniger dasteht, um einen festeren Halt zu bekommen, ne, so von der Pose her, da muss ich natürlich mehr stehen lassen. Es kann schon mal sein, dass der Heißkleber nicht ganz bis zum, ich guck mal eben, ob man das so sehen kann, nicht ganz bis zum Rand kommt. Da sieht man vielleicht so ein bisschen Luft in die Richtung. Und da kann es dann natürlich sein, dass man zu viel dann runterbricht. Aber ich schaue mal eben, dass ich vielleicht genug stehen lasse. Mal gucken, ob ich das von hier aus so machen kann. Ich breche immer von unten nach oben weg. So, einmal alles wegnehmen hier. Vielleicht auch erstmal ein bisschen vorsichtiger. Aber ich denke, das sollte hier ganz gut klappen. So, das schaut gut aus. Machen wir den Rest mal weg, den brauchen wir nicht. So, dann haben wir das hier. So schaut's aus. Und wenn jetzt hier ein bisschen von der Base noch durchscheint, wie hier zum Beispiel, na, auf dem Boden, dann ist es gar nicht schlimm. Zumindest nicht für mich. Denn jetzt mache ich Folgendes. Jetzt kommt der Kleber. So. Jetzt schauen wir mal, dass ich das hier so im Bild habe. Den packe ich überall hin, auch auf die Base, auf das Kunststoff, sodass ich nachher überhaupt nichts mehr von dem Kunststoff, von der Oberfläche, von der angerauten, von der Base dann sehe. Hier sieht man ein bisschen vom Heißkleber. Da habe ich oben weggebrochen, was vom Kork, sodass der Heißkleber durchkommt. Das ist auch nicht so schön. Dann hat man da so eine Gummiwulst. Jetzt bin ich wieder im Bild, ne? So rum. Also, so, dann machen wir oben alles zu. Denn ich möchte auch nicht die Korkstruktur oben drauf haben. Ich möchte das oben drauf auch gesandet haben. So, alles klar. Also, hier oben ist alles zu. Da kann noch ein bisschen was hin. Der Kleber kommt weg. Jetzt schaue ich, dass ich... Ah, da ist Kleber. Jetzt schaue ich, dass ich das so festhalten kann, dass ich hier keinen Kleber an die Finger bekomme. Und jetzt mache ich folgende Reihenfolge. Als erstes nehme ich mir den Schiefer und nehme da die feinen Splitter, die sich unten so am Boden sammeln, und fange mit denen an und gebe die auf den Leim. Allerdings nur ganz dezent, größere eher am Rand, so wie hier. Das wäre mir schon fast zu groß. Ich lasse es jetzt aber trotzdem drauf. Ansonsten gucke ich, dass ich nur die feinen Splitter drauf mache. Und noch ein bisschen von dem ganz feinen, was ein bisschen pudrig ist, das mache ich am Rand drauf. So, das reicht mir da schon.
Dann kommt es weg. Jetzt nehme ich mir den groben Sand. Dann nehme ich mir auch hier so eine Prise voll, ne, mit den Fingerspitzen rein. Und auch da nur ganz dezent auf die Base drauf. Gar nicht so viel. Das sollte schon reichen. Und wo könnten wir noch was drauf machen? Hier unten, da am Rand. Da, das sieht man da. Dafür nehme ich kurz aus dem Bild. Ich mache es mal eben drauf. Auf der anderen Seite ist auch noch was. Wenn da ein bisschen gröberer Sand nachher hinkommt, ich schaue mal, ob ihr das jetzt sehen könnt. So, da vorne ist was. Und dann drehe ich die einmal, die Base, damit man die andere Seite sehen kann. So. Alles klar. Jetzt kommt das Hauptsächliche, der feine Sand. Das stelle ich mal hier so hin. Da hat sich hier schon ein bisschen was angesammelt, aber das ist egal, das macht nichts. Auf jeden Fall habe ich hier so ein Plastikpinneken. Da hole ich mir den Sand da raus. Dann haue ich die Base da rein. Sanden kennt man ja, das ist ja nichts Großartiges, nichts Neues, was noch keiner gesehen hat. Aber kann ja sein, dass das auch Leute sehen, die das vorher noch nicht gemacht haben. Jetzt schnappe ich mir eine Pinzette, weil ich gerade nicht weiß, wo der Kleber ist. Greif unter die Base, hol sie raus. Einmal abklopfen. Dann nimmt man hier die gesandete Base mit dem Schiefer und lässt die jetzt erstmal trocknen. So, wenn dann der Kleber getrocknet ist, sollte es dann nachher so aussehen. Klar, das ist jetzt eine andere Base. Hier haben wir keine von den größeren Plättchen drauf, aber auch das ist in Ordnung. Mal schauen, habe ich noch eine andere? Da, hier. Also es kommt immer ganz auf die Form drauf an, wie gesagt, auf die Position der Beine. Warum ich jetzt den gröberen Sand eher dezent aufbringe, ist folgendes. Wenn ich zu viel davon drauf verteile, hier von dem Sand, den ich an zweiter Stelle genommen habe, dann kann das nachher passieren. Das möchte ich die Mini auf die Base draufkleben. Die Füße nicht richtig auf der Fläche aufliegen, weil die groben Sandkörner wie Abstandshalter wirken und somit der Kleber unter dem Fuß, der die Mini ja fixieren soll, nicht richtig hält, weil einfach keine Verbindung zustande kommt. Und deswegen mache ich von dem groben Sand eher weniger und konzentriere mich wie hier eher am Rand, wenn ich denn diese Base-Gestaltung hier wähle mit dem Kork, damit es hier ein bisschen aussieht, als wenn es da das Geröll ein bisschen runtergerutscht wäre. Man könnte natürlich auch noch wie hier so einen kleinen Splitter vom Schiefer an der Seite drauf machen. Hier ist ein bisschen was Größeres. Ja, und der Schiefer soll einfach nur die Oberfläche ein bisschen auflockern von der Optik her. Das ist dann eine Sache, die dann nachher beim Trockenbürsten bei der endgültigen Gestaltung dann noch zu Trage kommt, die man dann wirklich erst sehen würde. Ja, hier noch eine. Also es ist immer ganz unterschiedlich, wie sich hier so der Schiefer drauf hält. Ja, also ich werde jetzt die fertigen Bases schon mal grundieren, schwarz. Dafür nehme ich die Aqua-Color-Farben von Revell. Wie gesagt, das ist so eine Sache bei mir. Ich finde es auch ein bisschen günstiger und klar für so Zeug, wo man Farbe inflationär benutzen kann, sollte, ne, grundieren einfach. Da ist das für mich okay. Wenn es grundiert ist, wird es trocken gebürstet. Ganz so, wie euch das gefällt. Bei mir, wie gesagt, in Grau, wegen meinen Stadtplatten. Und dann zeige ich euch, wie ich meine Minis dann drauf befestige. Ja, also, schauen wir dann gleich weiter. So, also, Bases sind soweit fertig. Zumindest was die Bemalung betrifft. Ich habe die jetzt mit drei Grautönen trocken gebürstet, vorher schwarz grundiert und dann die Ränder schwarz nachgezogen vom Baserand. So sieht das Ganze aus. Hier bei dem hier könnte man mal schauen. Da sieht man hier und da die Schieferplättchen, die das Ganze ein bisschen, wie ich finde, auflockern und nicht so einheitlich machen. Ich mag so Details da drin. Hier bei dem auch nochmal. Da sieht man es sehr am Rand. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Da vorne ist eins. Das sind diese Kleinigkeiten, die ich da ganz schön finde. Jetzt machen wir dahin die Mini auf die Base. Da nehmen wir uns hier eine, die habe ich hier an der Seite. Hervorragend, das ist sie. So, und was mache ich jetzt? Als erstes
kratze ich hier unten von der, so rum, so sieht man es vielleicht besser, zuerst kratze ich unten von der Büroklammer, die ich in den Füßen drin habe. Warum das ist, hatte ich ja in dem ersten Video erklärt. Erstmal die Farbe runter, bis hoch zur Sohle. Die Farbe kommt durchs Grundieren, Sprühgrundierung und dann nachher weiter vom Trockenbürsten her, da ich meine Servorüstung in der Regel trockenbürste. So, jetzt haben wir also da unten die glänzende Büroklammer. Einfach deswegen, damit gleich der Kleber daran besser hält. Denn ich lasse die Büroklammer zu einem gewissen Teil dran. Und zwar so lang, wie der Kork von der Materialstärke her, von der Dicke her ist. Jetzt knipse ich in etwa die Länge ab, beziehungsweise lasse in etwa die entsprechende Länge übrig, ne, wie der Kork, wie gesagt, dick ist. Einmal ab. Da haben wir es. Und jetzt biege ich mir die überstehende Büroklammer in Richtung, da haben wir es, ja, da müssen wir hin, in Richtung des anderen Fußes. Und zwar ein Stück nach vorne und in Richtung des anderen Fußes, sodass die so eine leichte Schräge reinbekommt. Jetzt suche ich mir die entsprechende Base raus, die aufgrund der Fußbreite am besten passt. Da finde ich die hier eigentlich ganz gut. Denn wenn man die da drauf hält, in etwa so die Mini, dann könnte man sehen, kann man das so sehen? Ja, ne? Dass sie da eigentlich ganz gut drauf passt. Jetzt gucke ich, dass die in etwa mittig drauf ist. Steche mit der Büroklammer in den Kork rein. Drücke ein bisschen fest. Und schaue schon mal, ob es einigermaßen passt. Jetzt sehe ich, dass der Fuß ohne Büroklammer ein bisschen in der Luft hängt. So, ich glaube, da könnte man es ganz gut sehen. Bedeutet für mich, Mini nochmal runter und die Büroklammer nochmal ein Stück weiter zu dem anderen Fuß hinbiegen. Denn dadurch neigt sich die Mini dann nachher zu der entsprechenden Seite, eben dieser Fuß, der jetzt gerade in der Luft hing. Jetzt steche ich nochmal rein, kontrolliere nochmal und sehe jetzt, dass der Fuß ohne Büroklammer richtig schön aufliegt. Das ist ganz gut. Jetzt nehme ich beides runter, hole mir den Sekundenkleber, gebe davon ein bisschen auf das vorgestochene Loch, nicht allzu viel, ein bisschen Sekundenkleber auf den Fuß ohne Büroklammer und stecke das Ganze jetzt hier zusammen und achte ein bisschen drauf, dass der Fuß ohne Büroklammer auch eine schöne Position hat und die Mini schön mittig auf der Base drauf sitzt. Tja, und das ist es. Schon ist die Mini auf der Base drauf. Lass das Ganze durchtrocknen und bisher hatte ich noch nie Probleme damit, dass die Mini sich so von der Base gelöst hat. So habe ich, wie gesagt, die Möglichkeit, meine Bases so zu gestalten, wie ich das möchte. Ohne dass ich darauf achten muss, dass ich die Mini irgendwie bemale beim Base gestalten oder wie auch immer. Oder aber, dass sich der Kleber um die Füße her großartig sammelt. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen. Und dann haben wir es. Fertig. Also, bis denne. Tschüss.